Peace und hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Falls Fragen sind, warum ich kein externes Mikrofon benutze, ich habe es gerade probiert, es geht nicht. Tja. Ich habe gesagt, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal und eigentlich heißt es Konal. Thomas weiß, was ich meine. Ich will euch den jetzt mal kurz vorstellen. Warum? Es gibt zwar jede Menge Videos schon vom Konal. Aber das ist ja nicht unsere, also nicht unsere, sondern andere. Und dementsprechend ist das jetzt unsere, was ja im Endeffekt auch eurer ist. Wir haben den jetzt seit 3 Wochen. Und ich möchte euch jetzt eine Kleinigkeit über den erzählen, weil ich bin absolut begeistert. Nicht mit allen. Da kommen auch noch mehrere Videos, aber ich will euch den jetzt erstmal vorstellen. Und zwar außen, innen, so ein bisschen so, ja, die Verarbeitung und so weiter möchte ich euch mal zeigen. Über die Fahrleistungen schnell reden. Ich möchte die Qualität ein bisschen ansprechen, die meines Erachtens innen nicht ganz so gut geworden ist. Aber ich glaube, dass die Innenqualität nur in Deutschland wichtig ist. Woanders glaube ich nicht. Und da wir kleine, kleinkarierte Sesselpupse sind in Deutschland, ist es ja wahrscheinlich mit dem Auto absolut identisch, dass man über die Innenausstattung reden kann und auch schimpfen kann. Aber für mich ist die Innenausstattung bzw. die Innenqualität nicht ganz so wichtig. Das Auto hat andere Vorzüge, die alles, die diese negative Sache locker wettmachen. Unsere ist in diesem Korallblau, allerdings ohne weißen Dach, weil mit dem weißen Dach wäre die Lieferzeit länger gewesen und außerdem wäre er nun mal 600 Euro teurer gekommen. Und ich verfresse die 600 Euro lieber, als hätte ich ein weißes Dach, das dann sowieso immer schmutzig ausschaut. So, fangen wir an. Das ist die Front. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Geschmackssache. Design ist allgemein Geschmackssache. Mir gefällt das Auto von vorn ganz gut mit diesen schmalen Lichtern vorn. Allerdings sind diese Lichter nicht die Scheinwerfer, sondern nur die Tagfahrlichter. Da sind die Blinker integriert. Er hat also Voll-LED-Ausstattung, was nicht bedeutet, dass er Voll-LED-Ausstattung hat. Und zwar hat er vorne ganz normale Blinkleuchten, ganz normale Birnen drin. Sonst ist alles von der Ausstattung her LED, also Tagfahrlicht. Da unten ist dann das Fernlicht und das Abblendlicht. Hier haben wir den Kühlergrill. Und der Kühlergrill ist ja kein Kühlergrill, sondern der Kühlergrill ist eigentlich da unten drin. Das zeige ich euch dann noch genauer. Weil ihr braucht ja, der Motor muss ja in dem Fall natürlich auch gekühlt werden, logisch. Aber das macht der Fahrtwind, wie bei anderen auch, wie bei anderen Autos auch. Nur, dass er halt eine ganz kleine Fläche bloß braucht. Außerdem ist unten die Kühlung für die Luftwärmepumpe und alles und für die Klimatisierung. Das heißt, oben hat er nichts, oben hat er nur solche Streifen, solche Knoppels, die wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, mit der Zeit immer irgendwie dreckig ausschauen werden, weil da auch die Bürsten nicht gescheit hinkommen, gehe mal davon aus. Hier haben wir dann den Ladeport, den zeige ich euch natürlich dann auch gleich noch genauer. Und man sieht schon, dass obwohl der Ladeport zu ist,
hier schon lauter kleine Fliegen drin sind. Also so ganz dicht scheint er nicht zu sein, was nicht so toll ist. Er hat seine zwei Knöpseln zum Knöpseln und zum Zumachen. Man sieht auch hier nochmal, wenn er ladet, sieht man hier die Ladefüllanzeige vom Akku. Die leuchten sogar, wenn er wenn man dieses Ding da aufmacht. Er hat vorne noch einen Lufteinlass, das ist dieser hier. Und dieser Lufteinlass ist für den Air Curtain zuständig, also für den Vorhang für die Reifen. Da geht im Endeffekt dann die Luft rein und schmiegt sich an diesen aerodynamisch geformten Felgen vorbei, um dann den Luftwiderstand der vorderen Reifen zu minimieren. Hinten hat er es nicht. Ich fahre auch nicht von unten, also hinten macht er, doch, hat er schon. Nein, hat er nicht. Sehr gut vorbereitet wieder, jawohl. Also nur vorne diesen Luftvorhang, der die Aerodynamik verbessern soll. Aerodynamisch ist er ja sowieso im Vergleich zu meinem Soul EV um Welten besser, obwohl er natürlich ja nicht besonders gut ist. Er hat eine flachere Schnauze. Er ist eigentlich genauso hoch wie mein Soul EV, aber er ist flacher, er geht weiter nach vorn und eben auch ein bisschen rundlicher vorn. Das heißt, aerodynamisch ist er schon um einiges besser. Die Frontscheibe ist auch flacher gestellt, die geht nicht ganz so steil hoch. Dann geht das Dach flacher hoch bis ungefähr zur B-Säule, steigt er an und dann fällt er ab. Und beim Soul EV ist ja so, dass die höchste Stelle wirklich die A-Säule ist und der dementsprechend dann auch so im Wind drin steht. Macht er ganz gut. Ich bin echt überrascht, wie effizient das Auto ist, weil ich bin jetzt schon einige Zeit gefahren und ich kann sagen, dass er im Schnitt 2 Kilowattstunden weniger Strom braucht als mein Soul. Bei der gleichen Strecke mit der gleichen Geschwindigkeit. Ich bin mit dem schon in die Arbeit gefahren und das ist eine tägliche Strecke, die ich fahre. Und leider, ich muss leider täglich arbeiten. Furchtbar. Und da habe ich eben gesehen, dass er im Schnitt 2 Kilowattstunden weniger braucht. Und 2 Kilowattstunden ist eigentlich auf 100 Kilometer gerechnet, ja, sind 50 Cent circa auf 100 Kilometer weniger. Dafür war er auch teurer. Genau. Kommen wir zur Seitenlinie. Also ausschauen tut er wie ein SUV, das kann man wirklich sagen. Optisch schaut er aus wie ein SUV, allerdings ist er von der Größe her nicht so wie ein SUV, nicht einmal wie ein kleiner SUV. Er ist eher so groß wie der Golf 5, hat es geheißen, von den Größen her. 4,18 Meter ist er lang. Und er ist ja, glaube ich, ein bisschen höher als der Golf. Ja. Aber so ein richtiger SUV ist er, würde ich jetzt mal nicht bezeichnen. Was ist eigentlich ein SUV? Ein Sports Utility Vehicle. Ja, das ist im Endeffekt, was ist heute nicht alles Sport, gell? Sogar der 60 PS Polo ist Sport, weil er Sportsitze drin hat, aber nein Gott. Seitenansicht. SUV-mäßig sieht er natürlich schon ein bisschen aus, weil er hier diese Kunststoffflanken hat. Auch diese Kunststoffflanken sollen Robustheit darstellen, hinten ebenfalls. Ich hoffe, dass diese Flanken auch ein bisschen die Parkrempler kaschieren können. Da, wo man es wirklich bräuchte, in der Höhe, hat er nichts. Und da hat, glaube ich, bloß der Citroën Cactus diese abnehmbaren Blenden, die zwar für manche Leute furchtbar ausschauen, aber eigentlich für mich schon Sinn machen. Weil die sind genau dafür da, für das sie da sind. Also für Kantenschutz und Türrempler auf Parkplätzen. Das ist ja sowieso immer so eine Sache. Die, glaube ich, hat jeder von uns schon mal im Auto gehabt. Ärgerlich, ärgerlich. Er hat hier eine Zierkante. Wobei das immer so eine Sache ist mit der Zierkante. Im Endeffekt sind es Stabilitätsknicke,
dass das Blech halt einigermaßen stabil wird und man verkauft halt als Zierkanten. Wobei er eigentlich zwei hat, ich zeige es euch dann auch gleich nochmal, also einmal hier und einmal, also hier als scharfe Kante und hier nochmal als Wölbung nach unten. Es macht ihn, ja, in der Designerfachsprache würde es heißen, es macht ihn sportlich dynamisch. Ja, nein, macht er nicht. Dann haben wir hier nochmal eine Kante, so über den ja, Heckkotflügel, und das soll ein bisschen andeuten, dass da ein Heckkotflügel ist, die auch so nach hinten dann rumgeht. Bei VW wird man auch wieder sagen, das ist die Tornado-Linie, obwohl die nicht ganz durchgeht, 360 Grad. Der vordere Kotflügel ist hier mit einem kleinen Knick nochmal, das heißt, seitlich wirkt er ein bisschen unruhig. Jetzt bin ich kein Designer und man sieht es ja, ich bin auch nicht unbedingt modisch und designtechnisch auf vorderer Front. Mir gefällt halt was und es gibt halt was, was mir nicht so gefällt. Und er wirkt ein bisschen unruhig. Also man hätte rein theoretisch schon vielleicht diese Linie mit dieser Linie verbinden können. Das wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen, dass das eine schöne durchgehende Linie ist. Vielleicht ist es teurer zum Herstellen, vielleicht ist es designtechnisch oder technisch nicht machbar, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich, ja, er hat ziemlich viele Knicke drin. Er hat nicht so eine reine und so eine saubere Seitenlinie, finde ich. Die Dachlinie habe ich schon gesagt. Der höchste Punkt ist ungefähr die C-Säule und fällt danach leicht ab. Hat Vorteile, hat auch Nachteile. Vorteile hat es ja, von der Aerodynamik. Nachteile hat es natürlich auch, dass man hinten ein bisschen weniger Kopffreiheit hat. Obwohl, ich bin jetzt 1,78, ich bin jetzt nicht unbedingt der Hühne, aber ich habe hinten rein kopftechnisch schon gut Platz. Das Problem ist eher beim Einsteigen. Ja, man sieht es dann hier, dass wenn man einsteigt, dass es hier schon sehr niedrig wird, obwohl das Auto eigentlich im Allgemeinen sehr hoch ist. Der hat die normalen Standardfelgen drauf. Sind die aerodynamisch? Ja, sollen sie sein. Ob sie es sind, kann ich euch nicht sagen. Also auf jeden Fall haben sie ein aerodynamisches Design. So ein bisschen in Propellerform. Und ja, sind Silber. Die erinnern mich ein bisschen an den I-Pace, weil der I-Pace hat ja auch so zwei ja, teilige Felgen gehabt, also ganz normale Felgen und dann so Einsätze. Und diese Einsätze beim I-Pace waren aber aus Carbon und diese Einsätze sind einfach nur Kunststoff. Kommen wir zu den Reifen. Von Haus aus sind die Nexen drauf montiert, installiert wurde jetzt so. In einer Größe von 215, 55, 17. Vorne und hinten gleich. Sie sind sehr breit, finde ich. Für ein E-Auto, das ja immer ein bisschen haushalten soll, sind die Felgen und die Reifen sehr breit. Vom Verbrauch her ein bisschen ungünstiger, weil breitere Reifen einfach mehr brauchen. Jetzt hat das Teil halt über 180 Kilo. Ja, jetzt hat das Teil halt über 1800 Kilo und das ist natürlich dann schon heftig vom Gewicht her. Und deswegen wird man wahrscheinlich auch so große Reifen brauchen. Ach ja, im Übrigen, es ist Sonntag in der Früh, 7:50 Uhr und ich bin extra dahergefahren, weil weniger los ist, aber hier bei uns ist nicht weniger los, scheinbar. Also da fahren eben auch LKWs vorbei. Was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, das ist dieses kleine abgedunkelte Fenster und diese Kunststoffblende hier hat jetzt wahrscheinlich ja, einen optischen oder einen designtechnischen Grund. Aerodynamisch wird es nichts machen, obwohl hier drei so Finnen drauf sind. Es schaut halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ja, schicker aus, ein bisschen sportlicher aus. Die Rückleuchten sind weit ins Autoheck, in die Seite reingezogen und haben aber hier überhaupt nur den ja, Sinn, da hier nochmal ein Reflektor drin ist.
Das amerikanische Modell wird wahrscheinlich hier rausleuchten. Würde mir auch besser gefallen, aber ist halt so. Die Spiegel sind sehr groß, haben hier auch noch eine LED, eine Seiten-LED. Sind in Wagenfarbe lackiert, haben hier nur so einen kleinen, so einen kleinen schwarzen Kunststoffkeil drin. In dem Modell kann man es leider nicht anklappen. Ich glaube, dass man es im ganz großen Modell, es ist ja die Style-Ausstattung, also die mittlere Ausstattung, und ich glaube, dass man es in der ganz großen Ausstattung anklappen kann. Das hat zum Beispiel mein Soul EV, die erste Generation, hat das, oder eigentlich die zweite Generation, weil es ist ja schon das Facelift, hat das von Haus aus. Das heißt, wenn ich das Auto zusperre, klappen die doch massiven Seitenspiegel an. Das machen die jetzt nicht, sind aber auch nicht so massiv wie die vom Soul. Praktisch ist halt, wenn man weiter weg ist und sagt, habe ich jetzt das Auto zugesperrt oder nicht, braucht man bloß hinschauen und ich sehe, dass die Spiegel angeklappt sind und dementsprechend sehe ich, okay, das Auto ist zu, das kann man jetzt hier leider nicht machen. Man kann es nicht einmal manuell machen, das heißt, da gibt es keinen Knopf, wo man sagt, Seitenspiegel anklappen, das geht beim Soul auch. Seitenansicht, gut, man sieht hier noch, das zeige ich euch auch noch genau, diese Haifischflossen. Antenne und eine Dachreling hat er auch. Die ist sogar benutzbar. Ich habe schon mal ein Video gesehen, da hat einer auf seinen Kona so einen Schlafplatz drauf gemacht. So mit Liege und so weiter. So ein Dachzelt heißt es. Und das hält ja auch aus. Also das bin ich ein bisschen überrascht gewesen, dass er da nicht irgendwie zusammenbricht. Aber gut, rein statisch mäßig muss er es aushalten. Kommen wir zur Heckansicht. Das Heck. Man sieht, fangen wir mal oben an, er hat eine ziemlich weit reingezogene Heckspoiler. Ist das ein Spoiler? Ja, also ich würde sagen, normalerweise sollte er eigentlich den Luftstrom dann nach unten ziehen, an der Scheibe vorbeiziehen, aber er hat sehr, sehr viele, sehr viele Kreiselkräfte. Kreiselkräfte, sagt man sowas? Naja, auf jeden Fall ist es so, dass aerodynamisch das Wasser, wenn es geregnet hat, extrem auf die Heckscheibe geschleudert wird. Das hat mein Kona nicht. Er ist hinten, ja, der Kona ist hinten ein bisschen steiler, geht halt gerade runter. Vielleicht macht das was aus. Scheibenwischer ist ziemlich klein, aber das reicht für das, dass man hinten was rausschauen kann. Hier natürlich die dritte Bremsleuchte. Das Lichtdesign mit dem LED-Paket ist eigentlich sehr schön. Ich habe ein normales Heck habe ich noch gar nicht gesehen. Es gibt ja zwei Heckleuchten. Einmal eben die mit LED, mit der LED-Vollausstattung, das gar keine LED-Vollausstattung ist. Aber es gibt auch noch welche, die keine LED-Vollausstattung haben. Das ist dann die kleinere Ausstattungsvariante. Und die habe ich noch nicht gesehen, wie die designtechnisch ausschaut. Möchte mal schauen. Vielleicht finden wir mal einen. Oben ist er komplett LED. Da ist dann drin das Bremslicht. Da ist drin die normale Rücklichter. Und schön ist es, dass das Design hier mit diesem Bogen beim normalen Licht sehr, sehr schön ausschaut. Wir haben natürlich die Bremslichter mit drin und wir haben die Nebelschlussleuchten sind unten drin. Hier ist die Nebelschlussleuchte, wieder mit einer normalen Birne, Blinkleuchten und da ist der Rückschau-Fahrscheinwerfer drin. Also designtechnisch gefällt es mir jetzt nicht so. Also rein theoretisch hätte man, bin ich mir ziemlich sicher, die Blinker eigentlich auch oben mit rein tun können. Da wären sie natürlich auch besser gesehen. Ja. Aber gut, es ist halt einfach so. Abgerundet wird das alles noch mit einem Reflektor, mit so einem halbkreisförmigen Reflektor. Die Kamera ist hier unten angebracht. Und das ist halt wie jede Heckkamera. Außer die wirklich gut verdeckt sind, wie bei VW zum Beispiel, die in dem Logo drin sind, die es dann so hochklappt. Das ist wirklich eine tolle Idee, das ist wirklich klasse. Ja, kostet aber auch Geld, mehr als
so eine normale Kamera, die man hinten rauf pappt. Beim Soul ist es unter dem Kia-Logo und beim Hyundai ist es hier unten direkt über dem Nummernschild. Ist es jetzt besser vom Blickwinkel her? Ist es gleich? Ist es jetzt besser vom Spritzwasser her? Ich würde mal sagen, nein, ist es nicht, weil man muss, wenn es regnet oder geregnet hat, man muss schon mal mit dem Finger drüber fahren, wenn man wieder was einigermaßen was sehen will. Ja, ist jetzt nicht so gut gelöst, aber auf jeden Fall hat er eine, das ist wichtig. Er hat zwar hinten auch Parkpiepse, aber ich habe mich jetzt an diese Rückfahrkamera schon so gewöhnt, weil es der Soul eben auch hat, dass ich beim Rückwärtsfahren meistens eigentlich nur, wirklich nur noch auf dem Monitor schaue. Ja. Hier hat er eine, ja, ich nenne es mal Diffuser. Es ist aber eigentlich eher diffuser Optik. Fehlen tut natürlich der Auspuff, weil er keinen hat und weil er keinen braucht. Kein Auto braucht einen Auspuff. Kein sichtbaren, meine ich jetzt. Ganz toll ist ja jetzt der neue R bzw. RS von Audi. Der wird ja nur noch als Diesel verkauft in Deutschland. Gerade als Diesel, gerade in Deutschland, ich verstehe es nicht. Also es gibt keinen schönen V6 und V8 mehr, sondern nur noch einen, ich glaube es ist ein 3 Liter Diesel. Es ist zwar ein Sechszylinder, aber nur noch ein Diesel. Und ja, ich sag mal so, der Auspuff geht im Heck unten so nach unten, direkt auf die Straße und nicht mehr nach hinten raus. Haben aber natürlich diese Auspuffblenden, diese vier. Und das haben wir jetzt schon mehr Autos, aber da schaut es richtig kacke aus, weil diese Auspuffblenden zu sind. Das heißt, man sieht wirklich, das sind Blenden. Wenn man hinterher fährt, tut mir leid, Audi, das geht gar nicht. Lasst es lieber gleich komplett weg. Wenn es hinten keine Blenden braucht, dann macht es gar keine hin. Es ist, glaube ich, demnächst sowieso eher moderner, keine Auspuffblenden nach hinten zu haben oder keinen Auspuff mehr nach hinten zu haben, sondern selbst wenn er einen Auspuff hat, wird er nach unten einfach ja, nach unten gelegt, so wie es mein Mercedes E-Klasse hat es zum Beispiel damals auch schon gehabt, der 210er. Man hat hinten keinen Auspuff gesehen, sondern der ist halt einfach unter der Schürze nach unten gelaufen und dann war er versteckt. Ja, eigentlich ist er Litfaßsäule, weil er ist ziemlich zugepflastert mit seinen Aufklebern, die er da hat. Also einmal natürlich Hyundai, einmal Kona und einmal Electric. Ich hätte es anders gemacht, aber gut. Ich hätte es alles weglassen. Ich hätte es Kona, hätte ich hier hingemacht. Und wenn er schon unbedingt Electric draufstehen haben soll, dann hätte ich nur diese Blue Drive Edition Aufkleber irgendwie vielleicht da noch hergesetzt. Also ein bisschen alles zentraler und nicht ganz so wirr durcheinander. Aber ja gut, da haben sie sich schon was dabei gedacht. Das Modell hat komplett abgedunkelte Scheiben rundherum, also hinten. Und die sind wirklich extrem dunkel. Also wenn man reinschaut, man muss schon extrem reinschauen, dass man was sieht. Man muss extrem reinschauen, dass man was sieht. Das ist auch wieder eine Wortkreation von mir. Ja, toll. Hier sieht man nochmal die Antenne. Da ist also alles integriert. Ich finde es ein wenig besser gelöst, wie, was heißt ein wenig, ich finde es viel besser gelöst als beim Soul. Da hast du ja diese normale Gummistabantenne, die du, wenn du in die Waschanlage reinfährst, musst du auch das Ding immer abschrauben. Apropos Waschanlage, ich hätte da auch waschen sollen, ja, ich weiß. Aber es passt schon so. Und das Teil kann man einfach droben lassen, weil wenn man es abmontiert, ist es kaputt. Ja. Ja. Außendesigntechnisch kann ich jetzt nichts mehr sagen, funktional auch nicht. Kommen wir zum Kofferraum, der hinten ist. Ein Trunk. Und man sieht schon, der ist im täglichen Gebrauch. Dementsprechend ist er auch vollgeladen mit allen möglichen nützlichen und unnützen Sachen. Der Kofferraum ist für zwei Leute mehr als ausreichend. Er wird wahrscheinlich dann nächste Woche schon ausgereizt. Aber für zwei Leute, auch fürs normale Einkaufen, völlig in Ordnung. Viele ja, mosern ein bisschen, weil der Kofferraum zu klein ist.
Ja, mit Kind und Kegel ist es ganz klar, aber das muss man vorher wissen. Ich glaube, da ist der, ja, der e-Niro von Kia trotzdem die bessere Variante, weil der Kofferraum um einiges größer ist. Hier haben wir dann noch ja, den Subwoofer und ich muss wirklich sagen, die Anlage ist von Gröll. Ich kenne Gröll schon, aber das ist die erste Anlage von Gröll, die ich jetzt so auch im Autobereich höre. Es ist jetzt keine Hightech und High-End Anlage, aber die hat schon wirklich einen guten Klang. Kann man garantiert nicht mit Tesla vergleichen, muss man aber auch nicht. Aber ich kann es vergleichen mit meinem Soul-EV und da weiß ich auch, dass die Soul-EV-Anlage eher ja, plägt, als richtig gute Musikqualität zu bringen. Musikqualität ist im Auto sowieso eigentlich, finde ich, viel zu hoch angesetzt, weil die meisten hören MP3 im Auto, so auch ich. Und da sollte man sich über die Musikqualität eigentlich am wenigsten aufregen, dass die Anlage nicht besonders gut ist, weil MP3 eigentlich richtig kacke ist, selbst in der höchsten Auflösung. Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, so mit Audio, wissen das. Es geht nichts über eine richtig schöne, gute alte Langspielplatte. Und danach kommt die CD, die ist halt noch nicht so komprimiert und MP3 ist halt schon sehr kastriert. So, was er auch hat, hier diese Schnöpfen zum Auf- und Zumachen, dass die Heckabdeckung automatisch mit rauf geht, das hat das Soul zum Beispiel auch nicht. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt ein ziemlich langes Video von außen. Das schneide ich. Ja, extra als Video. Und für innen drehe ich jetzt zwar gleich, aber das kommt dann in einem separaten Video, weil sonst wird es zu lang. Es ist ja irre, wie lang das schon wieder läuft. 21 Minuten, das geht ja gar nicht. So, ja, und dementsprechend Hyundai Kona von außen. Danke fürs Zuschauen. Servus, sagt Locker, euer Volker.